Der SKSV Mittweida veranstaltete am 6. und 7. Juni bei herrlichem Wassersportwetter die bereits 17. Auflage der Sprintregatta in der Mittweida Aue. 450 Teilnehmer aus 24 Vereinen waren der Einladung gefolgt. Kanuten aus 6 Bundesländern waren vertreten und verwandelten die Aue in eine bunte Zeltstadt. Insgesamt 290 Rennen fanden an diesem Regatta-Wochenende auf der Zschopau statt. Für hohes Wettkampfniveau sorgten die Sportler der Kanu-Hochburgen Potsdam, Brandenburg, Leipzig, Cottbus, Berlin und Dresden. Der Kampf um den 17. Mittweider Sprintpokal wurde von Rennen zu Rennen spannender. Im gewohnten 3-Minuten-Takt fanden die Sprintentscheidungen über 250 Meter statt. Für Action sorgten die schnellen Mannschaftsboote und die Staffelwettbewerbe der Kinder. Der unfreiwillige Sprung ins Wasser gehört mittlerweile zur Tradition der Regatta. Auch der 100-Meter-Supersprint sorgte für Adrenalin pur. Die Platzierungen wurden hier im K.O.-Verfahren ermittelt und die Gewinner mit einer Medaille beglückwünscht. Die Kanuten des WSV Blaues Wunder Dresden waren an diesem Wochenende die stärkste Mannschaft. Den Sportlern aus der Landeshauptstadt gelang es, 5 der 7 Altersklassenwertungen zu gewinnen. Der Pokal für die schnellsten Hände ging ebenfalls nach Dresden. Bei den Mannschaftsbewertungen der Schüler und der Jugend holten die Kanuten des Blauen Wunders Dresdens jeweils den 1. Platz. Der 2. Platz in der Gesamtbewertung ging an die KSV Mittweida. Dritte wurde der LVB Leipzig. Die Veranstaltung des Sächsischen Kanusportvereins liefert optimale Rahmenbedingungen und wird auch nächstes Jahr wieder ein spannendes Wettkampfwochenende präsentieren.